Iris Gerd, ein Berliner Immobilienunternehmen, hat das Projekt Wohnen in Prora auf die Beine gestellt. Jetzt ist die Objektgesellschaft in die Insolvenz gegangen. Was bedeutet das für die Anleger, die dort in Prora ihr Geld investiert haben? Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann schauen Sie sich den Film an und lesen Sie den Bericht dazu. Hallo, ich bin Anleger Jochen Lasch. Thema Wohnen in Prora ist pleite. Ein Unternehmen der Iris Gerd Gruppe, die dort in diesem Riesenobjekt den Block 1 gehabt hat. Das ist ja in der Nazizeit gebaut worden, nicht fertiggestellt damals, aber wohl 4,5 Kilometer lang, und ein Block davon ist von Iris Gerd übernommen worden. Dort ist dann die Objektgesellschaft Wohnen in Prora gemacht worden, und Wohnungen sind dann gemacht worden aus den Zimmern der Kraft und Freude Episode. Luxuswohnungen, teuer, eigentlich ein idealer Standort, aber Iris Gerd sagt, die Banken haben nicht mitgespielt, die Kreditverlängerung ist nicht erfolgt, deswegen musste Insolvenz angemeldet werden. Aber was bedeutet das für die Anleger? Das ist natürlich ein Risiko, denn wenn die ihr Geld gegeben haben, aber noch nicht im Grundbuch eingetragen sind, keine Vormerkung haben, könnte das weg sein. Die Frage ist natürlich auch, wie wird es weitergehen? Das Objekt ist ja nicht fertiggestellt. Wie viel fehlt noch? Wo kommt das Geld her? Wird der Insolvenzverwalter das Objekt fertigstellen oder wird es nicht fertigstellen? Wo kommt das restliche Geld her? Also offene Fragen, die im Moment noch nicht beantwortet werden können. Wir werden das näher beobachten. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie mich gerne anrufen unter 0308859770 oder schicken Sie uns eine E-Mail. Unten ist ein Fragebogen, den können Sie ausfüllen. Sie bekommen eine kostenlose Einschätzung für Ihren konkreten Fall. Danke sehr.